Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Schön, dass du wieder dabei bist. So, schaut mal, wir können wieder was ernten. Aber vorher wässern wir noch eben die restlichen Pflanzen, die noch nicht so weit sind. Und die Bohnen wachsen schon ein Stückchen in die Höhe hier. Wunderbar. Dann ist auch bald Ernte, würde ich sagen. Naja, bald ist relativ, denn die haben wir erst vor 2 Tagen gesetzt und die brauchen, glaube ich, 10 Tage zum Wachsen. Aber wir haben Parsnips und ja, Parsnips sind Pastinaken. Danke für den Hinweis. Wer kommt auch auf Pastinaken? So. Ich mache das mal eben hier der Ordnung halber wieder hübsch, auch wenn wir das im Moment noch nicht... Na komm. Im Moment noch nicht benutzen, aber wir werden gleich ein paar Samen kaufen. Und wir schauen jetzt mal, was wir für die... Wie viel haben wir denn hier beim letzten Mal bekommen? Ah, ich hab's mir nicht gemerkt. Egal, wir verkaufen sie wieder hier in der Kiste. Nein, ich will sie nicht essen. Hallo. So, in die Kiste rein damit. Gießkanne ist leer. Gleich mal auffüllen. Und dann kaufen wir uns neue Samen. Und da wir jetzt hier die Bohnen haben, ich weiß nicht, wie ertragreich die sind. Die brauchen ja auch lange zum Wachsen. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir da noch vielleicht 10 Stück von kaufen und die auch einsehen, weil die müssen wir eben nur einmal pflanzen und die geben dann immer wieder Ertrag. Und hier ist schon wieder ein Quest. Ne, hier ist kein Quest. Hier ist ein Quest. Oder auch nicht. Ne. Keine Ahnung. Jetzt. So. Mir ist langweilig. Könnte mir jemand einen Amethysten bringen? Abby. 300 Gold bei Lieferung. Und Abigail wird dankbar sein. Ich nehme es mal an. Ich habe aber noch keine Ahnung, wo wir einen Amethysten herbekommen. Ach, die machen erst um 9 Uhr auf. Es ist 28. Na, dann könnten wir mal gucken. Vielleicht haben wir mit dem Typen da unten noch nicht gequatscht. Wir haben ja immer noch die Aufgabe, hier mit 28 Leuten zu reden. Ich glaube, mit Alex hatten wir schon gesprochen. 24. Eieieiei. Weiß ich, waren wir hier schon in dem Wohnwagen drin? Ja, der ist auch erst um 9 Uhr geöffnet. Gar nicht so leicht, hier die ganzen Leute zu finden. Ja. Die Tür ganz dick aufgemalt und ich gehe trotzdem falsch. Genau, hier war das archäologische Museum oder Konzil oder was auch immer. Da brauchen wir jetzt noch nicht hin. Da ist eine Sackgasse. Ah, das ist hier so laut. Da könnten wir nochmal reingehen. Ich glaube, mit dem haben wir noch nicht gequatscht, oder? Clint, hallo, ich bin Clint. Ich bin der Schmied der Stadt. Und wenn du etwas abgegradet haben möchtest, also Werkzeuge, dann bin ich dein Kerl, dein Mann. Ja, also wunderbar. Da haben wir eine Lupe. Schauen wir mal. Da ist ein Brief. Metalworking Blueprints. Alles klar. Ah, so geht das. Shop. Hier können wir auf jeden Fall Erze kaufen. Kupfer, Eisen, Kohle und Golderz. Ganz schön teuer. Und Werkzeuge. Ah, okay. Ja, wir haben ja die ganzen Werkzeuge hier unten. Die sind, ja, was weiß ich, aus Stein nehme ich mal an. Und wir können die upgraden zu Kupfer. Und das kostet dann hier mal eben 2000 Euro pro Werkzeug. Euro sage ich schon, Gold. Das ist natürlich eine ganze Menge. Ich guck mal gerade, ist das hier Stein? Steht hier nicht dabei. Wir gehen mal davon aus, dass das nicht Stein ist. Kupfer ist eigentlich kein gutes Material. Oh, können wir hier lang? Nein, schade. Aber es ist offensichtlich besser als das, was wir haben. Gut, hier oben ist die Joja Corporation. Der Joja Mart. Da wollen wir jetzt auch nicht rein. Ich will nur hier nochmal entlang gehen und gucken, ob hier noch irgendwo jemand lebt. Möglicherweise kriegen wir dann noch weitere Leute zum Begrüßen. Hier ist alles dicht, schade. Diese Folge nenne ich, glaube ich, planlos durch die Stadt. Ich habe nämlich keine Ahnung,
wo wir noch hin müssen. Hier waren wir auch schon. Und wir waren auch da schon. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal da hoch, da war ja noch so ein Fels. Mal gucken, ob da noch was ist. Ach, das ist eine Sackgasse. Na wunderbar. Na wunderbar. Da hinten ist der Einsiedler. Aber mit dem haben wir auch schon gequatscht. Hallo, ich bin ganz glücklich. Der Weg ist frei. Wir können in diese Mine rein. Okay. Malen, ich habe gerade unten in diesen alten Minenschacht geschaut. Er ist seit Dekaden verlassen. Aber wahrscheinlich ist da unten immer noch ziemlich gutes Erz. Aber an einem dunklen Ort, der für so lange alleine gelassen wurde, ich befürchte, dass Erz nicht das Einzige ist, was man da unten finden wird. Okay. Hier, nimm das. Das könntest du wahrscheinlich gebrauchen. Ein Schwert! Wir haben ein Schwert! Ein rostiges Schwert. Mein Name ist übrigens Marlon. Ich leite die Adventurers-Gilde. Ja, wunderbar. Ich habe ein Auge auf dich. Beweise dich und ich denke, du könntest ein gutes Mitglied werden. Alles klar. Ja, Marlon. Muss mich entschuldigen, hier ist schon wieder dieser schwarze Kasten. Funktioniert nicht. Funktioniert auch nicht. Funktioniert auch wohl. Moment mal. Ah ja, okay. Unsere Axt ist nicht stark genug, um das zu brechen. Dann können wir nur hier runtergehen. Okay, dann bewaffnen wir uns mal mit dem Schwert. Was uns hier wohl erwartet? Auf jeden Fall nur Steine scheinbar. Schauen wir mal, ob wir die abarbeiten können. Ja, können wir, aber kommt nichts Sinnvolles bei rum irgendwie. Ah, jetzt doch. Steine, super. Ah, schaut mal. Da ist ein weiteres Loch. Okay, das scheint alles nur Stein zu sein. Moment, hier... Wir haben einmal Kupfererz. Wunderbar. Kupfererz war nur leider nicht so viel wert. Aber immerhin. So, 16 Steine. Sollen wir die nächste Ebene mal versuchen? Wir können ja mal gucken gehen. Sieht immer noch harmlos aus. Da hinten geht's weiter. Ja, also wenn wir schon mal hier sind, ne, dann würde ich sagen... An die Hacke, junger Mann. Wir müssen natürlich auf... Ah, da ist ein Feind. Ein kleiner grüner Schleim. Ich muss auf die Energie achten. Weil wenn die ausgeht, dann kriegen wir andere Probleme. So, sollen wir es mal versuchen hier? Hallo. Oh, du bist ja niedlich. Das tut einem ja fast leid. Aber ganz schön widerstandsfähig. So, was haben wir denn? Slime! Monster-Loot. Okay. Ja, nett. Da ist eine Kiste. Was war das jetzt? Alles klar. Habe ich jetzt nicht so recht verstanden, was das bedeutete da? Ob die Sachen Schaden genommen haben. Aber da das unsere Anfängerwerkzeuge sind, passiert da ja nichts mit. Okay, also, ich denke mal, inzwischen hat der Laden auf, sodass wir uns die Samen holen können. Ich will jetzt nicht die ganze Energie hier verballern. Was haben wir denn da eigentlich stehen? Erkunde die Mine. Ah. Erreiche Level 5 in der Mine. Alles klar, gut, das ist unsere neue Aufgabe. Wir kommen auch wieder zurück irgendwann, aber erstmal... Will ich noch was einsehen? Mine verlassen. Wir brauchen nämlich dringend Samen, um Geld zu verdienen.
Wir sehen ja, die Werkzeuge kosten ein Vermögen. Ah, wer ist das denn? Kennen wir dich schon? Demetrius. Hallo, ich bin Demetrius, der lokale Wissenschaftler und Vater. Danke, dass du dich mir vorstellst. Ja, bitteschön. Ich studiere die lokalen Pflanzen und Tiere von meinem Labor. Hast du meine Tochter Maro getroffen? Sie ist daran interessiert, dich zu treffen. Ja, zeig uns Maro. Ist Maro hier? Hallo. Das ist Robin. Das ist definitiv nicht Maro. So, ich schnief ein bisschen ins Mikro. Befürchte, da bahnt sich schon wieder... Wo bin ich denn hier gelandet? Okay. Das ist Sebastians Schlafgemach. Was wollte ich sagen? Ich glaube, da bahnt sich ein Schnupfen an. So. Ja, Maro haben wir jetzt leider nicht gefunden. So, wer sitzt da? Maro. Ja. Kennst du meinen Vater Demetrius? Er ist ein Wissenschaftler. Es macht mir sehr viel Spaß, ihm in seinem Labor zu helfen. Ja, gut, gut. Gut zu wissen. Nee, Moment. Ich glaube, da geht's zurück in die Stadt. Jawohl. So, jetzt her mit den Samen. Also, jetzt Bohnen oder Pastinake? Ich bin immer noch unentschlossen. Wer ist das hier? Ah, das ist Pierre, alles klar. So, ich will was kaufen. Komm zurück, wenn Pierre sich um den Shop kümmert. Ja, hallo. Gehst du mal zurück an die Kasse hier? Schieb. Komm, lauf. Ah, er will nicht. Tja. Dann gehen wir mal raus. Und wieder rein. Ey, willst du gar nicht arbeiten? Hallo. Oh. Hoppla. Ja, also scheinbar will er nicht. Jetzt ist es auch schon 6:30 auf der Uhr. Also abends. Hm, was machen wir denn jetzt? Können wir nur warten. Oh Mensch. Wenn der jetzt nicht will... hallo, halt. Ich habe so das Gefühl, dass der sich jetzt auf den Feierabend vorbereitet. Ich glaube, wir haben keine Chance. Dann gehen wir mal zurück zur Farm. Schade, ich dachte, wir könnten jetzt noch ein paar Samen kaufen. Hätten wir nicht so viel Zeit in der Mine vertrödeln dürfen, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Aber so ist das Leben, hart und grausam. Und das Leben als Bauer ist kein leichtes Leben. Können auch ein paar Sachen hier in unsere Kiste packen. Mal gucken, also auf jeden Fall die Steine, das Kupfererz. Den Schleim können wir eigentlich verkaufen. Ich glaube nicht, dass wir den benutzen können. Halt, das Schwert behalten wir natürlich. Mal gucken, ob es was bringt. So. Dann gehen wir ins Bett. Es wird eh dunkel. Auch 5 Gold nur für den Schleim. Eieiei. Gut. Aber 350 Gold für die Pastinaken. Das heißt, wir können uns jetzt ganz ordentlich eindecken. Haben wir jetzt eigentlich... Hallo, wer bist du denn? Oh, hallo, guten Morgen. Das ist Clint, der Schmied. Ah, ich habe gesehen, dass du ein paar Steine gehackt hast und Erz gefunden hast. Das ist gut. Ja, fanden wir auch. Wenn du das, meiste aus dem Erz bekommen möchtest, was du findest, dann brauchst du eine Esse. So ein Zufall, dass ich ein paar Blueprints in der Gegend rumliegen habe. Hier, ich möchte, dass du einige davon hast. Ah, schön, er hat uns einen Blueprint gegeben. Wahrscheinlich für eine Esse. Das ist ja super. Ja, wir können eine Furnace, also eine Esse craften. Danke, Clint.
Damit können wir Metallbarren schmelzen und die können dann fürs Crafting, für die Konstruktion und für Tool-Upgrades benutzt werden. Toll! Aber machst du dich damit nicht arbeitslos? Ah, okay. Also, wenn du ein paar geschmolzene Kupferbarren gefunden hast, dann komm doch mal vorbei, ich kann dann deine Werkzeuge upgraden. Es kann deine Arbeit um einiges vereinfachen. Naja, okay, ich muss jetzt nach Hause. Ja, tschüss Clint. Nett von dir vorbeizuschauen. Schaut mal, hier gibt's gruselige Formen. Moment, wir wässern erstmal. Ich weiß ja nicht, wie lange das hier noch zum Wachsen braucht. Das waren diese Mixed Seeds. Da wissen wir noch gar nicht, was dabei rauskommt. Kleines Überraschungspaket. Okay, so. Gießkanne auffüllen. Und dann kaufen wir jetzt aber Samen. Wir haben 1200 Gold. Wir können uns mal eben dieses Rezept anschauen. Da, wir brauchen 20 Kupfererz und 25 Steine. Naja, okay. Ist alles machbar? Ah ja, genau. Wir wollten hier nochmal gucken. Forging ahead, genau. Bau eine Esse. Machen wir. Introduction. 26 von 28. Wir fehlen, uns fehlen nur noch zwei Leute. Das ist, da oben ist eine Blume. Das ist doch zu schaffen, oder? Weil der Laden hat eh wieder nicht auf. Ah. Wisst ihr was? Dann machen wir erstmal ein bisschen Platz in unserem eigenen Hof hier. Eieieiei. So, ab 8 Uhr macht der Laden auf. Das heißt, dann werden wir rübergehen. Können ja hier erstmal wieder Ordnung schaffen. Hm, vor kurzem ging das noch. Ah ja, genau, mit der Picke, so. So, und dann setzen wir gleich ein neues Feld, aber vorher möchte ich da nämlich so einen kleinen Weg anlegen schon mal. Dann hat man da schon mal so ein paar Bereiche abgegrenzt. So. Okay, was haben wir hier? Die Spitzhacke. Dann nehmen wir erstmal ein paar Steine. So, und den und den und... da kommen wir nicht vorbei. Da sind noch zwei. Übersichtlichkeit gleich null hier. So, dann nehmen wir uns das Ding hier. Weg mit dem Unkraut. Platz für Neues. Okay. Auch den Baum lasse ich aber stehen da. Ein bisschen grün muss ja auch sein. Man muss ja dann auch nicht jeden einzelnen Baum wegnehmen. So, Baumfeld. Okay, gut. Wir sind für heute am Ende angekommen. Ich werde noch ein bisschen weitermachen und dann werden wir uns beim nächsten Mal sehen, wenn wir dann ein paar Samen kaufen. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.